Herzlich willkommen zurück. Wir haben die vorletzte Session in den geplanten Vortragsreihen. Wir haben jetzt hier eine etwas längere Keynote. Danach haben wir noch eine kurze Zusammenfassung des Tages. Und danach erwartet unsere Gäste eine Awardverleihung. Für alle, die dies vielleicht noch nicht gelesen haben, wir küren das IT-Security-Startup des Jahres. Das wird Ulf Masseling, unser Marketing-Manager, heute übernehmen. Im Vorfeld wurde eine Jury gegründet. Es wurden die Unternehmen eingeladen, sich vorzustellen in einer Videobotschaft. Und die besten vier, die es jetzt quasi heute ins Final geschafft haben, die sind hier heute eingeladen, kurz vorzutragen, was sie machen, was sie bewegt. Und heute wird es auch einen Gewinner geben, der einen Förderpreis erhält. Das ist heute hier im Anschluss nach der kurzen Zusammenfassung. Wird auch im Stream gezeigt, also auch im Stream dranbleiben. Bevor wir aber soweit sind, kümmern wir uns jetzt ums Thema künstliche Intelligenz und das im Zusammenhang mit Cybersecurity und ja, zwischendrin auch eben die Geschäftsmodelle, die zwischen KI und Cybersecurity oft verschmelzen heutzutage. Softwarehersteller geben natürlich an, in allen möglichen Dingen KI zu verbauen. Genauso wird KI aber auch zum Beispiel bei Kamerasystemen genutzt. Dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, der dort 10 wesentliche Statements zu formuliert hat, die wir jetzt in den nächsten 45 Minuten besprechen werden. Ich denke, da wird es auch vielleicht die ein oder andere Stimme aus dem Publikum geben. Das heißt, auch da gerne dran teilnehmen an der Diskussion. KI ist immer ein schwer greifbares Wort, aber sowohl hier im Publikum als auch im Livestream stellt gerne eure Fragen. Wir haben hier heute den Experten fürs Thema. Genau, kommt alle nochmal ran für die letzte Keynote des Tages. Und damit würde ich sagen, begrüßen wir auch direkt Herrn Professor Dr. Oliver Thomas. Gerne schon mal hochkommen, Oliver. Ich würde sagen, wir setzen uns auch schon mal hin und dann kann ich noch mal ein, zwei Sätze zu dir sagen. Nimm gerne Platz, wo du magst. Ja. So, ich habe dich schon mal namentlich genannt. Du bist hier am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Vielleicht nicht jedem bekannt, aber hier in Osnabrück durchaus auch ansässig. Du bist im Forschungsbereich Smart Enterprise Engineering, bist dort wissenschaftlicher Direktor und unter anderem auch seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Bereichen in deinen eigenen Unternehmen oder als Unternehmer auch aktiv. Und es dreht sich bei dir ganz viel um die Gestaltung von betrieblichen Informationssystemen und auch die Anwendung dahinter, um digitale Transformation einzuleiten. Und da sind wir eigentlich mit KI genau an der richtigen Stelle, wenn es um die Zukunft geht oder vielleicht auch schon um die Gegenwart. Wir haben 10 Statements, die du uns mal mitgebracht hast, die wir in dieser Keynote diskutieren wollen und wie Marcel schon gesagt hat, gerne auch mit dem Publikum diskutieren wollen. Also wenn Publikumsfragen sind, mache ich mich gerne wieder auf den Weg und hole den einen oder anderen rein. Dein erstes Statement ist, dass KI für Cybersicherheit mehr als ein Marketinginstrument ist. Was ist es? Eben mehr, wie ich offensichtlich schon in der Aussage formuliert habe. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu der Aussage von eben, damit man das Thema, das ich persönlich betreue, auch hier für Osnabrück nochmal einordnen kann, weil es schon wichtig auch für die Region, für Osnabrück, für Niedersachsen. Ich würde schon sagen, dass die Ansiedlung des DFKI in Osnabrück ein Riesenerfolg war. In den letzten Jahren, wir haben etwa gut 3 bis 4 Jahre dran gearbeitet. Es gab eine Vorgruppe, die das in Bremen organisiert hat. Das Land ist aus dem Häuschen. Man darf nicht vergessen, das ist die erste echte, auch technologienahe Ansiedlung in Osnabrück. Und da wir Transfer betreiben und auch leben, also sprich aus der Wissenschaft in die Praxis umsetzen, ist das Thema für die Region und damit auch für die Unternehmen der Region, die sehr nah am Thema Digitalisierung sind, ganz wichtig. Ich habe natürlich das Statement jetzt zum Thema Marketing nicht vergessen und vielleicht, um das gleich etwas plakativ zu machen, natürlich gilt das immer, es ist mehr als Marketing. Ich habe eine Lieblingsanekdote, mit der ich viele meiner Vorträge beginne und die erzähle ich in der Regel so, ich sage, ich bin jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, man sieht mir es langsam an, also 50 Jahre alt, ich kriege die ersten Falten und meine Partnerin hat mir empfohlen, doch jetzt mal eine Creme zu nehmen, damit ich bei solchen Auftritten auch gut aussehe. Ich habe mich allerdings dann beschwert, habe gesagt, nee, das machen wir nicht so, obwohl sie natürlich weiß, wo man sowas beschafft. Ich habe gesagt, ich darf nicht dabei beraten und bin im Internet fündig geworden auf den Bioscan von Biotherm. Also das war ein Skin-Age-Scan. Und dieser Skin-Age-Scan von Biotherm wird beworben mit KI, selbstverständlich, wie man das heute so macht. Der ist natürlich hochintelligent.
Ich habe den getestet und wollte mich beraten lassen, weil ich suchte ja das passende Produkt. Selbstverständlich habe ich das gemacht. Ich habe ein Foto von mir hochgeladen, also habe auch meine Alter angegeben. Das Foto wurde analysiert. Und trotz des Fotos, was wirklich sehr nah an meinem jetzigen Alter dran war, hat mich der Algorithmus erst mal auf 39 geschätzt. Fand ich schon mal ganz cool, ne? Sehr positive Aussage. Netter Algorithmus. Der potenzielle neue Kunde sieht auch jung aus, hat allerdings Probleme, hat trotzdem Falten. Das analysiert der Algorithmus und empfiehlt dann 3 verschiedene Cremes. Ich kann die Namen dieser Cremes wirklich nicht wiedergeben, bitte um Nachsicht. Aber ich dachte mir irgendwie, da stimmt doch was nicht, also das teste ich jetzt nochmal. Und den gleichen Algorithmus habe ich getestet mit einem Kinderfoto von mir, auf dem ich in etwa 5 Jahre alt bin. Hatte da so meinen Rechner, lade das hoch und auch dieses Kinderfoto wurde analysiert. Ich musste auch mein Alter angeben und jetzt mal abgesehen davon, dass der Analyse des Kinderfotos schon vielleicht hätte abgebrochen werden können, lassen wir das Thema, wurde ich auf 31 geschätzt. Ich bin aber 5 auf dem Foto, nachweislich. Jetzt geht es aber noch weiter. Diesem Kind wurde dann anschließend auch eine Creme aufgrund seiner Falten empfohlen. Ohne Wunder, es kamen die gleichen 3 Cremes raus. Und das ist eine Situation, mit der wir aktuell auch im privaten wie auch im beruflichen Umfeld zum Teil konfrontiert sind. Das heißt, wir sehen überall, dass viele Unternehmen, die natürlich auch ihre Leistungen, ihre Technologien anbieten wollen, auch Produkte vermarkten, heute behaupten, in ihrer Technologie oder in ihren Beratungsprodukten wäre KI drin. Und die entscheidende Frage ist, ist das im Cybersecurity-Segment auch so? Und jetzt könnte man denken, na, das ist ja Cremes, das ist Biotherm, das stimmt nicht, diese Übertragung gilt eigentlich nicht. Und es gibt genügend Beispiele, in denen das auch der Fall ist. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht das Thema aus Utah kennt, von dem Unternehmen Benjo, das also versprochen hat, öffentliche Aufnahmen, Bewegungen von Verkehrsmitteln oder aber beispielsweise Aufnahmen in relevanten Situationen, die dem Drogenhandel vielleicht zugeordnet werden, ähnliches Schlägereien, automatisiert über Bilderkennungsverfahren dann zusammenführt und dann jeweils einen Alert sendet und so für etwas mehr Sicherheit auf den Straßen und Umgebung sorgt. Und das hat auch funktioniert und Utah hatte damals, ich glaube, auch einen Vertrag unterschrieben über 20 Millionen Euro und mit dem damaligen Unternehmen das auch vereinbart mit dem wohlgemerkten Hinweis, da ist wirklich richtig KI drin. Und durch Zufall kam raus, dass der damalige Gründer in jüngeren Jahren Mitglied des Kuckucksklans war. Soweit noch nicht das Problem, aber das hat man zum Anlass genommen, das Produkt und die Software zu untersuchen. Und allerdings nicht mit der Fragestellung, ob da KI drin ist, sondern ob das wirklich rechtens zugeht, sprich, ob die Daten entsprechend auch vertrauenswürdig verarbeitet werden. Und der entsprechende Audit hatte zum Ergebnis, dass dem so ist. Also war sehr positiv. Das Problem war nur, das lag daran, dass überhaupt keine KI drin war. Und auch das Beispiel zeigt, auch wenn es jetzt natürlich international ist, USA und natürlich auch dieser Marketing-Gag quasi missbraucht wurde, zeigt es trotzdem, dass wir das Kleingedruckte lesen müssen. Und das gilt genauso auch für den Cybersecurity-Markt. Die Frage ist, was ist wirklich drin, nützt es mir? Und dem oder dieser Frage muss sich natürlich auch KI stellen. Jetzt werben ja dann auch oft, wir waren gerade beim Marketing, die Anbieter von KI-gestützten Systemen, sofern dann auch wirklich KI da drin ist, dass man dadurch all seine Security-Ziele erreicht. Was würdest du denn dazu sagen, zu dieser Aussage? Ja, und dann wird sozusagen das Managed-System dahinter vergessen und es wird geglaubt, KI löse alle Probleme und existierende Sicherheitslücken würden quasi beseitigt. Das ist natürlich nicht der Fall. Ein Verfahren der Künstlichen Intelligenz beseitigen diese Mechanismen auch in der Organisation nicht. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, alle Grundschutzregeln, die wir kennen, die Standards, die Normen spielen weiterhin eine große Rolle. Und wichtig ist wirklich hier auch, sich dies bewusst zu machen, dass die Organisation selbst eine wesentliche Verankerung ist für das Thema Cybersecurity, aber KI damit etwas sein kann, was nützt, aber nicht unbedingt die Organisation sozusagen verbessert oder bestehende Sicherheitslücken beseitigt. Jetzt kann vielleicht KI die Ausnutzung in einem gewissen Maß verhindern, weil es durch Anomalien es vielleicht erkennt, aber du meinst wirklich ganz spezifisch, dass es nicht möglich ist, den Mensch und das Zutun des Menschen mal so wegzurationalisieren, wenn es um die Beseitigung von Schwachstellen geht, richtig? Ja, das geht. Also das spricht eher 2 Sachen an, also sozusagen die menschliche Komponente, die eine Rolle spielt und umgekehrt natürlich auch die Frage, wie stark ist der, also wo besteht der Wehrbeitrag? Wir haben in vielen Umsetzungen, die wir auch an meinem Institut und in meinen Unternehmen durchführen,
gerade auch in den klassischen Bereichen der Produktion, der Industrie, aber auch in den Dienstleistungsbereichen zu oft den Ruf nach KI-Verfahren. Auch in gehobenen Vorstandsetagen und dort, wo die Budgets sitzen. Ich halte das für sehr kritisch. Wir heben oft die Hand und fragen wirklich, ist denn der Einsatz von KI notwendig? Und wenn man das Argument mal aufsplittet, dann ist wirklich auch zu sagen, dass natürlich der Wertbeitrag herausgestellt werden muss und der ist speziell. Der liegt vielleicht im industriellen Kontext in der Steigerung von Qualitätsmechanismen oder in Rationalisierungsargumenten oder Ähnlichem, natürlich auch in Kosteneinsparungen. Im Bereich der Security liegt der Wertbeitrag woanders. Also die Frage des Beitrags zur Sicherheit muss wirklich gewährleistet sein. Auch ein IT-Sicherheitsteam muss gegebenenfalls auch entsprechend entlastet werden. Und das herauszustellen, ist besonders wichtig. Das heißt, der kritische Blick auch auf die Umsetzung und den Erfolg, dass etwas gelingt, ist total wichtig. Nochmal, um das Marketing-Thema aufzugreifen von am Anfang, was natürlich überhaupt gar nicht geht. Es gibt unterschiedliche Stufen. Ja? Ich behaupte, es ist ein Verfahren drin. Es funktioniert vielleicht, aber ist nicht hoch integriert in den Geschäftsprozessen des Unternehmens, bis hin zur Frage, ob es tatsächlich einen Nutzen bringt. Und diese Stufen zu gehen, unabhängig der Frage der Automatisierung, das ist wirklich wichtig. Und was du eben noch angesprochen hast, ist ein wichtiges Argument, was wiederum auf die Organisation passt. Am Schluss sitzt der Mensch vor der Oberfläche und bedient. Und dessen muss man sich bewusst sein, aber auch in den Vordergrund rücken, dass der Mensch selbst eigentlich keine Lücke ist, sondern etwas ist, mit dem zu arbeiten ist, also der aufzuklären ist und der wirklich eine ganz, ganz wichtige Bedeutung hat im Umfeld der Cybersecurity. Und das hat mit Weiterbildung zu tun. Ich muss sensibilisieren für den Umgang mit Systemen, mit Daten und mit ähnlichen Dingen. Und auch dort haben wir große Erfahrung. Wir setzen für Großunternehmen wie Siemens oder BDO in der Wirtschaftsprüfung auch erfolgreich Module im Umfeld der Außenweiterbildung um, mit denen wir zum Thema Cybersecurity aufklären. Bevor Marcel, sehe ich schon, der will beim Thema Mitarbeiter nachhaken. Bevor er da nachhakt, sage ich noch mal was und hake vielleicht nach beim Thema Wertbeitrag. Du hast gerade mal schön angesprochen, ein Wertbeitrag könnte sein, dass wir die IT-Sicherheitsteams entlasten können durch Automatisierung, durch KI. Könnte ein anderer Wertbeitrag auch sein, dass vielleicht dadurch was erkannt wird, was sonst nicht erkannt wird und wir eine Risikominimierung haben. Auf der einen Seite dadurch, dass wir viel cleverer sind darin, etwas zu erkennen. Ja, wir setzen diese Werkzeuge sehr stark auch im Steuerbereich, auch in Wirtschaftsprüfungsbereichen um. Das ist ein Schwerpunkt bei mir. Implementierten dort auch Analysewerkzeuge zur Anomalie Detection, beispielsweise in Buchungsjournalen, nicht eins zu eins jetzt vielleicht auf die Cybersecurity übertragbar, aber auch Elemente, die der Verhinderung von fraudulenten Handlungen, also Fraud Detection oder Ähnliches, dienen. Und die Frage an der Stelle ist häufig gar nicht so, funktioniert das, sondern die Frage ist häufig, was möchte ich damit tun? Möchte ich damit den Menschen ersetzen, eher automatisieren oder auf welcher Stufe bewege ich mich? Möchte ich erklären, möchte ich vielleicht einen Beitrag leisten, dass ich nicht nur beschreibend vorgehe, sondern vielleicht sogar eine Vorhersage tue? Möchte ich möglicherweise optimieren oder vielleicht sogar autonom in die Systeme eingreifen, was natürlich im Cybersecurity-Umfeld sehr, sehr wichtig ist, damit auch der Mensch sozusagen vor der Datenmasse möglicherweise in Anführungsstrichen geschützt wird. Und häufig ist es so, dass gerade in diesen Bereichen sehr stark nach der Assistenz gefragt wird. Also gar nicht so in der Frage, die Frage betont wird, wie kann ich automatisieren, sondern wie kann ich bestehende Abläufe durch ein KI-Verfahren abbilden und den Menschen aktiv bei seinen Handlungen unterstützen. Und gerade an der Stelle entsteht häufig auch ein sehr gutes Argument zum Einsatz der Systeme, weil eben das reine Rationalisierungsargument für den einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin nicht in den Vordergrund rückt. Du beschreibst jetzt hier in den 10 Punkten, dass auch weiter mit dem Einsatz von KI der Mensch die größte Sicherheitslücke bleibt. Was genau beschreibt das jetzt? Das heißt, ist ein KI-Verfahren denn vielleicht in Zukunft dazu in der Lage? Wird das irgendwann mal den Menschen sozusagen ersetzen, so wie man sich das immer in Hollywood-Filmen vorstellt? Oder ist das ein Fakt, der auf einer Grundlage basiert, dass ihr heute sagen könnt, nein, der Mensch bleibt diese Lücke? Wir haben ja jetzt im Vorfeld der heutigen Tage nochmal eine kleine Umfrage gemacht und haben uns erlaubt, ich glaube, es waren 10 Fragen im Vorfeld zu stellen. Da kam das natürlich auch nochmal raus. Immerhin positiv, dass aber das Bewusstsein dafür existiert, dass diese große, in Anführungsstrichen, Sicherheitslücke auch bei Menschen besteht. Ich würde das nochmal gerne von eben aufgreifen. Wie betreibt man eigentlich diese Sensibilisierung? Und das ist nicht ganz so einfach.
Wir setzen beispielsweise Außen- und Weiterbildungswerkzeuge auch für große Unternehmen um, die sich fragen, muss ich jetzt meine Mitarbeiter zu KI in etwa trainieren? Und da gilt nicht unbedingt immer das Ja, sondern wir haben beispielsweise auch Weiterbildungswerkzeuge umgesetzt und Tools, in denen bewusst nur auf die Daten eingegangen wird. Also um das Verständnis dafür zu wecken, dass Potenzial in einer Wertschöpfung mit etwas liegt. Aber nicht unbedingt im KI-Verfahren, nicht jeder muss das kennen, um es sozusagen anwenden zu können. Und das Argument ist eigentlich auch auf die Themen IT-Sicherheit und weitere ausweitbar, weil das Sensibilisieren im Vordergrund steht. Und tatsächlich gibt es da ein indirektes Argument für das Thema KI. Wie du schon gesagt hast, bin ich ja selbst auch als Unternehmer tätig und eines der Unternehmen, die Didactic Innovations mit Standort in Saarbrücken, implementiert eigene Softwaresysteme für den Bau von Lerneinheiten digitaler Natur. Und hier wird mittlerweile mit Verfahren der KI durch Recommender-Systeme, durch Klassifikationssysteme oder Ähnliches angeleitet, wie diese Guidance bei der Entwicklung der Lerneinheiten funktioniert. Also es ist kein direktes Argument, um Gottes Willen, jetzt auf die Cybersecurity, aber wir wollten ja über Geschäftsmodelle reden und das spielt dort eine ganz, ganz große Rolle in allen Facetten. Und sag mal, dieser Gedankengang oder dieses Gedankengut auch in die Themen reinzubreiten, das wäre halt eine schöne Chance, auch mit euch das vielleicht mal in der Zukunft zu machen. Weiterhin schreibst du, dass die KI auf Use Cases, Regulatorik und Autonomiestufen ausgerichtet sein muss. Was passiert, wenn eben das nicht passiert? Naja, dann bin ich auf der falschen Ebene unterwegs und das Thema betrifft die Unternehmen schon bei der klassischen Transformation. Also wie bin ich eigentlich aufgestellt, auf welchen Ebenen bewege ich mich und wie eben schon angedeutet, ist die Frage nicht, dass das Verfahren aus der KI in den Vordergrund zu rücken, sondern wirklich zu fragen, was möchte ich damit unterstützen? Und jetzt, wenn man das nicht auf den Wertbeitrag, wie eben schon genannt, bezieht, dann kann ich sehr gute Erfolge dadurch erzielen, indem ich beispielsweise erklärend vorgehe. Also ich versuche auf Basis einer gewissen Datenmenge eine Erklärung für etwas zu finden, das zu beschreiben und das vielleicht in eine Diagnostik, eine Stufe höher einzubetten. Über der Diagnostik steht vielleicht die Möglichkeit, etwas vorherzusagen und das eben nicht präventiv, sondern durch eine Vorhersage, also prädiktiv. Das kann ich aber noch optimieren tun und letztendlich dann noch in eine höhere Autonomiestufe bringen und das System autonom gestalten. Und gerade in vielen Fällen, wie eben schon angedeutet, auch in den Bereichen, in denen wir sehr stark sind, auch gerade im Finanzbereich, Tax- oder Wirtschaftsprüfung, ist es so, dass in Anführungsstrichen der Wirtschaftsprüfer sich ja nicht wie ein autonomes Fahrzeug durch die Bilanz leiten lassen will, also um mal so ein Bild zu benennen, sondern die Frage ist ja, wo bewege ich mich? Und wenn ein Fraud-Detector, wie am Anfang erwähnt, auf einer Ebene 2, also beschreibend, erklärend wirkt, hat er dort eine hohe Wertigkeit, weil das Lenken auf die Informationen, die ich dazu brauche, um beispielsweise zu prüfen, dass eine Fraud-Handlung entsteht oder ein Unternehmen vielleicht keine sogenannte Going-Concern-Entscheidung erhält, im positiven Sinne, ergibt das natürlich dann für die Prüfungsmechanismen einen sehr, sehr hohen Wert. Und ich glaube eigentlich, dass dort auch viele zukünftige Geschäftsmodellchancen im Bereich der Cybersecurity liegen, denn wenn man ganz ehrlich ist, kann es ja nicht sein, dass wir nur automatisierbare Tools, die in Anführungsstrichen in der Regel übersee implementiert werden, heute als Dienstleister einsetzen, das wäre mir ein bisschen zu wenig. Die Frage der Vernetzung in das gesamte Informationssicherheitsmanagementsystem, die Betonung des Risikomanagements, die Verankerung im Compliance-Bereich oder Ähnliches oder auch Vorhersagen zu treffen auf die potenziellen Entwicklungen. Die Weltkrisen, die uns aktuell betreffen, sei es Covid oder der Ukraine-Krieg, gehören dazu auch dazu. Wie kann ich mit der Datenmenge, die mir zur Verfügung steht, darauf positiv einwirken und neue Geschäftsmodelle etablieren? Das heißt, ich will eigentlich mit einem Argument den Geschäftsmodellgedanken so ein bisschen von der reinen automatisierten Erkennung von Ransomware oder Ähnliches so ein bisschen weglenken auf das Gesamtsystem der Cybersecurity. Und ich glaube, da ist noch eine Menge Potenzial auch für KI-Verfahren in der Zukunft. Jetzt haben wir noch das Thema der Regulatorik. Jetzt sind bestimmt hier auch einige Unternehmen dabei, die durchaus in stark regulierten Branchen unterwegs sind. Und auch es gibt ja auch gewisse Standards in der Informationssicherheit. Aber auch für KI-Geschäftsmodelle wird es einige Standards geben, an die man sich richten muss. Das ist jetzt, ist das damit gemeint, dass wenn man im Nachhinein etwas entwickelt hat, was regulatorisch nicht erlaubt ist und man schmeißt es danach in die Tonne, dann ist es nur halb gut umgesetzt, oder? Ja,
also kann man so ausdrücken, wobei ich die Themen jetzt, also Standardisierung im eigentlichen Sinne der Cybersecurity, ein bisschen von der Normierung im Bereich der KI trennen würde. Es ist schwer, KI-Verfahren beispielsweise von einer Anlage auf die andere zu überführen. Das geht nicht immer. Ja, es scheitert oft an den Daten, oft sind die Trainingsdaten nicht da. Ich kann das generische Element, was hier entsteht, auch beim Trainieren der Algorithmik nicht unbedingt sozusagen überführen. Das mag als Schwäche ausgelegt werden, aber hier fehlen einfach auch Vorgehensweisen, wie ich den Unternehmen oder dem Mittelständler die Möglichkeit gebe, das auch in Engineering-Zyklen einzubetten. Dort ist für mich momentan ein sehr starker Angriffspunkt, auch im Bereich KI. Dort haben wir auch Kooperationen unter anderem mit dem DIN, also Deutsches Institut für Normung, das mit Sicherheit auch alle kennen, mit dem wir nicht unbedingt die KI und deren Übertragung oder die KI-basierte Repräsentation einer Norm oder deren Maschinenlesbarkeit prüfen, sondern bewusst die Normung auf das Engineering lenken. Also wie kann ich bei Design vorgehen, um Verfahren einzusetzen, aber so, dass ich frühzeitig Kriterien abfange, die für mich später wichtig sind, wie beispielsweise eine Datenschutzkonformität oder eine Sicherheitsrelevanz. Und das wirklich in die Verfahren auch zur Entwicklung der Systeme einzubetten, das ist eine große Herausforderung. Und da sehe ich auch eine Chance an der Schnittstelle, vor allem zur Standardisierung und Normung. Gib uns doch vielleicht mal ein Beispiel für so ein KI-Projekt, welches umgesetzt wurde. Was gibt es vielleicht auch für Voraussetzungen, die man da mitbringen muss, damit man das erfolgreich umsetzen kann? Und gibt es da Dinge, auf die man auch während so einem Projekt stoßen kann, die vielleicht dann auch Showstopper sind? Es ist in der Regel nicht einfach und man muss wirklich aufpassen und auch mit, ich sag mal, einer hohen Relevanz und sag mal, einer Offenheit an das Thema rangehen. Eine meiner wichtigsten Erfahrungen eigentlich aus den Projekten ist, dass ich die Hand heben muss. Also ich muss mit Partnern, Kunden die Hand heben und sagen, wenn etwas nicht passt. Und damit meine ich auch konkret die Algorithmik auf die Daten und umgekehrt. Ich kann nicht alles blind umsetzen. Und man darf ja nicht vergessen, wir sind hier nicht im Software-Engineering-Umfeld, wo ich sozusagen auf Basis eines Lasten- oder Pflichtenhefts eine Funktionalität umsetze und der Kunde später überprüft, ob die tatsächlich besteht, sondern ich muss ja gewährleisten, dass der Schritt auch nicht nur von dem gecleanten Raum in Anführungsstrichen und gesäuberten Daten und dem Testing hin zum System in einem Prototypen mündet, sondern es auch in eine produktive Umgebung, also in die komplexe Realität überführen. Und dieser Schritt ist im Umfeld der künstlichen Intelligenz tatsächlich noch mal schwerer wie im Software Engineering und bedarf eben einer sehr, sehr intensiven und hohen Fehler- und Innovationskultur. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen auch Analytik überprüfen und fragen, wo kann ich jetzt KI einsetzen oder wie autonom darf sie werden? Können Sie auch Autonomiestufen vereinfacht nennen. Und je höher diese Stufen sind, desto höher ist der Anspruch auch an dieses Fehlermanagement beziehungsweise an das Change Management mit der Einführung der verbundenen Systeme. KI und Cybersecurity haben ja durchaus eins gemeinsam, dass es beides sehr interdisziplinäre Themen sind. Und warum ist das besonders wichtig bei der Entwicklung von KI-basierten Security-Geschäftsmodellen? Ja, also das wäre fast die sozusagen die beste Frage ans Publikum, die man stellen könnte. Also die Interdisziplinarität ist eine große Herausforderung. Ich bin gelernter Kaufmann, ich habe BWL studiert, immer an sehr techniknahen Instituten gearbeitet. Ich würde aber, wenn Sie mich heute fragen oder wenn ihr mich heute fragt, was ich bin, würde ich sagen, ich bin Wirtschaftsinformatiker, auch wenn ich jetzt am DFKI eine Forschungsgruppe leite. Was macht der Wirtschaftsinformatiker? Der ist natürlich immer interdisziplinär und der hat, wenn er Prof ist, in der Vorlesung BWLer sitzen und Informatiker. Und ich bilde die in der Mitte aus. Und das Ergebnis ist was? Du hast einen Wirtschaftsinformatiker, der kann keine Bilanz lesen und nicht programmieren. Das heißt, wenn du dir nicht bewusst bist darüber, dass du Schwerpunkte setzen musst, dann wird die Welt für dich ein bisschen schwierig. Also nur Allrounder zu sein, ist tatsächlich komplex. Das heißt, zu dem Problem, dass der Fachanwender auf den Informatiker trifft, kommt ja schon im KI-Umfeld extrem schwierig noch der Data Scientist dazu. Der kann ja in der Regel nicht implementieren. Ne? Also bitte, Anwesen natürlich immer ausgeschlossen. Und demgegenüber haben wir ja noch die Fachbereiche, die ja sowieso nur wissen, also die man sozusagen mit dem Business- und Data-Understanding erstmal supporten muss, bevor man auf die Algorithmik geht.
Und das ist ja im Cybersecurity-Umfeld ja noch mal schwieriger, weil das Fachhören ja noch extrem, extrem viel schwieriger ist. Und das zusammenzubringen ist, ich meine, hört sich vielleicht jetzt wie eine triviale Erkenntnis an, aber ist ganz wichtig. Und in den Modellen, die wir nutzen, um beispielsweise also zu projektieren und danach zu begleiten, wird diese Interdisziplinarität wirklich im sprichwörtlichen Sinne gelebt. Und die muss ganz in den Vordergrund. Wahrscheinlich ist da auch ein sehr, sehr großer Zusammenhang zum Wertbeitrag, weil wenn man das nicht beachtet, wird es wahrscheinlich auch schwierig, das zu realisieren, oder? Es geht schief und das passt wieder auf das Thema vorbei. Innovations- und Fehlerkultur. Redet mal über das Scheitern von Projekten. Ich meine, da reicht ja eine Google-Recherche, um zu wissen, dass das öffentlich nicht möglich ist. Da muss man auch aufpassen, ja. Also man will sich natürlich nicht schlechter machen, wie man ist. Aber trotzdem, ich finde, das gehört dazu. Und gerade im KI-Umfeld ist das auch eine wertvolle Komponente. Ja, die Langfristigkeit, Objektivität, Vertrauenswürdigkeit, auch zu den Partnern, zu den Kunden. Und wenn das im Cybersecurity-Umfeld nicht gilt, dann weiß ich auch nicht, wo sonst. Jetzt betitelst du, dass eine KI-Innovation nicht immer ein Produkt- oder eine Prozessinnovation ist. Was ist es denn dann? Genau das, was es, wie der Satz es zum Ausdruck bringt. Wenn ich digitalisiere, verändere ich nicht Abläufe. Verändere ich nicht unbedingt Produkte oder schaffe nicht Mehrwerte für Kunden. Im Übrigen, wenn wir unterwegs sind, müssen wir auch immer an den Kunden des Kunden denken, sonst geht es ja ohnehin schief. Und wenn man sich entlang der Digitalisierung oder der Automatisierung mit KI bewegt, dann kann ich natürlich in auch großen Szenarien gewisse Dienste, die vielleicht altbacken bestehen, auf klassischen Systemen ausgeführt werden, durch KI ersetzen, besser, schneller, größer weitermachen. Dann ersetze ich allerdings in der Regel in einem Gesamtsystem lediglich einen einzelnen Dienst. Ob ich den dann Smart Service nenne oder wie, ist mir vollkommen egal, aber ich verändere nicht den Gesamtprozess. Und diese Denkweise gilt sowohl für Prozesse als auch für Produkte. Das heißt, die Kunst ist jetzt, die Geschäftsmodelle zu hinterfragen und zu schauen, was bringt mir KI an der entsprechenden Stelle. Ich mache euch ein Beispiel. Ich nehme nochmal die Wirtschaftsprüfung im Bereich wissensintensiver Geschäftsprozesse. Und wir entwickeln dort Anomaliedetektoren oder Ähnliches und versuchen sozusagen, die Prüfung im weitesten Sinne jetzt vorsichtig ausgedrückt zu verändern. Die sieht aber heute wie folgt aus. Die Prüfung wird stichprobenartig durchgeführt. Es geht um 95% Aussagen und tatsächlich werden die Ergebnisse der Audits dann auch festgehalten. Aber allein die Stichprobe ist ja schon Wahnsinn. Es findet ja gar keine Vollprüfung statt. Wenn ich aber jetzt die Algorithmik nicht mehr sozusagen retroperspektiv, also rückblickend einsetze, sondern vorne an den Buchungsvorfall bringe, dann rede ich plötzlich über etwas, was mir überprüft, ob etwas richtig ist oder falsch, an einer Stelle, wo es entsteht. Und dadurch wird beispielsweise ein Geschäftsmodell vom klassischen oder von der klassischen Abschlussprüfung transformiert zu einem sogenannten Continuous Auditing. Und das ist der Gedanke, der eigentlich auch im Security-Umfeld in den Vordergrund gerückt werden muss, eben nicht zu fragen, wie kann ich ein einzelnes Teilsystem, eine Komponente oder ein Prozesschen durch eine KI-Verfahren ersetzen, sondern wie kann ich die KI dazu nutzen, einen ganzen Mechanismus, eine Prozesskette, vielleicht sogar, wie eben jetzt in der Wirtschaftsprüfung kurz angedeutet, eine ganze Branche revolutionieren. Und das machen wir mit wirklich attraktiven Partnern aktuell, die ich jetzt nicht alle nennen kann, aber wo wir wirklich versuchen, die Verfahren so einzusetzen, dass das Geschäftsmodell transformiert wird. Wir haben an meinem Lehrstuhl so einen kleinen Running Gag. Immer dann, wenn uns solche bescheuerten Sachen einfallen, gibt es einen Mitarbeiter bei uns, der allerdings in Saarbrücken sitzt. Und wir versuchen dann in dem Moment, in dem mir diese Idee kommt, den anzurufen, einen ikonenhaften möglichen Produktwert dafür zu kreieren und gleichzeitig in diesem Atemzug auch schon die Domain dafür zu reservieren. Also die Forschung hat noch nicht begonnen, dann legen wir schon fest, wie der spätere Domainnamen für die potenzielle Auskunft ist. Das funktioniert nicht immer, aber das als kleiner Running Gag und deswegen gibt es einige. Wie viele Domains habt ihr? Es gibt ein paar, ja, und es gibt ein paar gute und es werden auch demnächst noch einige aktiviert. Ja. Sehr gut, also um das mal vielleicht nochmal so ein bisschen von der Wirtschaftsprüfung zu übertragen, gehen wir vielleicht irgendwann in die Richtung zu sagen, wenn wir ein Regelwerk verändern eines Security-Produkts, dass wir gleichzeitig von einer KI zum Beispiel gewarnt werden, wenn
sich das Regelwerk nicht zum Besseren verändert, weil aus bekannten Daten entstanden ist, dass es dort danach häufiger erfolgreiche Angriffsversuche gibt. Exakt, ja. Und auch hier gilt ja wieder der Verweis auf den Wehrbeitrag. Also kann ich das mit klassischen regelbasierten Verfahren machen? Oder besteht nicht gerade im Cyber-Security-Segment der besondere Anspruch, eben auch viel schneller und viel besser zu lernen, weil regelbasierte Verfahren eigentlich gerade bei Veränderung der Angriffe eben nicht hinreichend sind und muss ich dafür hochwertige Verfahren der KI verwenden. Aber trotzdem würde das meines Erachtens auf dem, für das einzelne Element nicht reichen, sondern gerade in der Situation mit Geschäftsmodellen ist auch immer die Frage, wer arbeitet mit wem zusammen und wer kann welchen Wertbeitrag vielleicht auch in einer entsprechenden Bündelung von Leistungen bringen. Das gehört meines Erachtens auch mit dazu. Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass die KI häufig eine Ergänzung zu einem digitalisierten Prozess vielleicht ist oder zu einer digitalisierten Lösung. Ist es deswegen auch der Grund, warum es nur ein Teil eines Gesamtbündels von eines Technologiebündels sein kann? Ja, die Frage ist wirklich schwer zu beantworten, weil das, ich glaube, im Sicherheitsumfeld schwierig ist. Was ich sehr viel mache, ist technische Dienste, Digitalisierung von Dienstleistungen, eben schon aus meinen Beispielen rausgehört. Ich glaube, wir sind auch sehr stark im Bereich Industrie 4.0. Und dort ist die Frage immer, nicht nur welcher Wertbeitrag entsteht, sondern wie kann ich damit ein neues Angebot kreieren. Und dieses Kreieren eines Angebotes bedeutet häufig, entweder ein Produkt anzureichern durch einen Dienst, auch vielleicht eine Maschinenanlage, durch einen Service für prädiktive Wartung oder Ähnliches, um dem Nutzer der Anlage vielleicht bessere, also geringere Ausfallzeiten oder Ähnliches anzubieten. Aber im Kern ist es immer die Anreichung durch Dienste, Services oder Dienstleistungen, die ich anbiete. Und dieses Bündelungsargument, das dahinter steht, ist eigentlich in der BWL bekannt. Also das wird beherrscht. Ja? Das heißt, dort ist bekannt, dass dahinter Pricing-Strategien liegen müssen, dass ich dafür Entwicklungsmechanismen brauche, dass das Leistungsbündel angeboten ist, auch von dem Kunden erkannt werden muss. Es muss bepreist werden als ein Aspekt. Und das auf den Cybersecurity-Markt zu übertragen, ist nicht immer ganz so einfach, weil man sehr schnell in rein technische Lösungen geführt wird. Und den Gedanken, den ich hier eigentlich nennen wollte, ist der, dass es nicht immer nur technisch ist, sondern auch begleitend. Ja? Es gibt ja auch viele sinnvolle Consulting-Leistungen, die heute zum Teil teilautomatisiert unterstützt werden können. Aber die Anreichung des Produktes und die Fragestellung, wie mache ich das, die muss in Vordergrund rücken. Und dafür braucht man ein Bewusstsein dafür, wie diese Bündelung funktioniert. Und dafür haben wir in meinem Umfeld an anderer Stelle zig Beispiele, wo immer dann auch gefragt wird, wie formuliere ich das Angebot, welche Leistungen stehen dahinter, wie bepreise dich und bevor wir überhaupt in die Implementierung gehen. Und das ist tatsächlich ein Gedanke, der sehr betriebswirtschaftsnah ist. Also das sind keine Kerngedanken aus der Informatik, sondern hier wird die Leistungsorientierung, der Dienstleistungsgedanke eigentlich in den Vordergrund gerückt. Anders kann es ja quasi auch kein Geschäftsmodell sein, sonst ist es kein Geschäftsmodell, klar. Sonst ist es nur eine KI. Klar. Bleiben wir bei Geschäftsmodellen. Wenn wir uns das mal anschauen anhand eines KI-basierten Geschäftsmodells, wie würden sich denn da die kritischen Erfolgsfaktoren von einem normalen, klassischen Geschäftsprozess in der Cybersecurity unterscheiden? Ja. Auch das ist doppelt schwer, meines Erachtens im Umfeld der IT-Sicherheit, weil die Charakteristiken gelten ja schon ohnehin. Also wenn wir heute Systeme entwickeln, beispielsweise haben wir im Umfeld von smarten Services im Smart Living, also im intelligenten Wohnen, in Projekten auch intelligente Türpförtner entwickelt, die Biometriedaten oder Ähnliches nutzen. Zum gleichen Zeitpunkt kam dieser Fauxpas bei Facebook zum Vorschein, bei dem Personen Videos mit Primaten, also Affen, geschaut haben und anschließend wurde ihnen umgekehrt, also dunkelhäutige Menschen und anschließend wurde ihnen von der Algorithmik ein Video mit Primaten und Affen empfohlen. Das ist grenzwertig und kann natürlich sehr diskriminierend wirken. Es gibt zig andere Beispiele, in denen das der Fall ist. Also plötzlich ist man mit einem Thema konfrontiert, dass man sich bewusst macht, dass der Algorithmik grundsätzlich erstmal diskriminierend ist. Da sind wir noch lange nicht bei der Fragestellung, ob es erklärbar wird. Das ist ja das Schlagwort, das auch dann als XAI, Explainable AI, eine große Rolle spielt.
aber demgegenüber geht es auch um Transparenz, Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Robustheit oder Ähnliches, die deutlich über die funktionalen Eigenschaften von Systemen hinausgehen. Was ich damit sagen will, ist, dass all das ein kritischer Erfolgsfaktor für die Implementierung von Systemen ist. Und das gilt auch in der Cybersecurity. Ich meine, Google Glass-Einführung ist nicht daran gescheitert, dass sie nicht funktioniert hat, sondern die Smart Glass ist daran gescheitert, ne, dass ich euch angeguckt habe, weil ihr Brille trägt. Ich denke, was ist das für ein Nerd? Das heißt, das soziale Gefüge führt dazu, dass plötzlich Kriterien eine Rolle spielen, die eine ganze Systemlandschaft oder Geschäftsmodelle in Frage stellen. Und dessen muss man sich bewusst sein und diese Kriterien sehr früh abfangen. Ja? Wie eben genannt, Vertrauenswürdigkeit, Erklärbarkeit von Systemen und trotzdem eine Umgebung schaffen, die nicht gleichartig genauso komplex ist wie die KI-Verfahren selbst. Ja? Also hier reicht es oft auch so mitzuentwickeln, dass ich zumindest mal in Nuancen erklären kann, warum der Algorithmus auf entsprechende Entscheidungen oder Empfehlungen gekommen ist oder nicht. Und ich sehe hier eigentlich kaum einen Unterschied zum Umfeld der IT-Sicherheit, weil alle diese Kriterien spielen eine große Rolle und die gehen meines Erachtens über den Sicherheitsaspekt hinaus. Und in der Umfrage, die wir jetzt vor dem Kongress nochmal durchgeführt haben, wurden die auch nahezu, ohne jetzt hier genau auf den Ergebnis zu schauen, nahezu gleich bewertet. Also das finde ich eigentlich ganz positiv, weil das Bewusstsein dafür unter den Teilnehmern offensichtlich schon da ist. Wie ist denn deiner Meinung nach aktuell die Verteilung zwischen Closed Source und Open Source, wenn wir das im Zusammenhang mit KI sehen? Ja, es kommt immer darauf an, was ich beabsichtige. Also ich bin ja schon ein Freund, der das Geschäftsmodell in den Vordergrund rücke dazu. Das heißt, das ist für mich eigentlich keine Frage, ob ich jetzt Open Source technisch entwickle oder nicht. Und was ich häufig sehe, ist, dass Argumente der, um das mal allgemeiner zu formulieren, der Offenheit oder auch im Übrigen des Datenschutzes, nicht unbedingt nur mit Vorsicht zu genießen sind, sondern häufig auch dazu verwendet werden, Innovationen zu verhindern. Ich möchte ein bisschen schmälern das Argument, man sollte zumindest mal vorsichtig damit umgehen und sich bewusst sein, dass es nicht dazu verwendet werden sollte, ja, um es etwas weicher zu sagen. Das heißt, eigentlich steht für mich oder für uns in den Untersuchungen nicht immer nur im Vordergrund, wie wir entwickeln oder wie wir auch damit umgehen mit den Daten. Selbstverständlich machen wir das, aber oft habe ich das Gefühl, dass das auch unsere Innovationskraft hemmt. Und das versuchen wir ein bisschen umgekehrt zu betrachten und dann sehr schnell eigentlich in MVP zu gehen oder in den ersten prototypischen Umsetzungen, Proof of Concept zu zeigen, dass grundsätzlich funktioniert, aber dann die Kriterien nochmal abzufahren. Es spielt aber gerade im Umfeld der Geschäftsmodelle eine ganz, ganz große Rolle und die beantworten wir je nach Ausgangslage. Also mit wem wir zusammenarbeiten, in welchen Branchen wir unterwegs sind und dann wird das betont oder eben nicht. Es wird wahrscheinlich auch gefordert, dass ihr das entsprechend beachtet und auf Vertraulichkeit und Integrität entsprechend eure KI-basierten Geschäftsmodelle aufbaut, weil ich schätze mal, sonst ist auch kein Auftraggeber am Ende bereit, solch ein Modell zu implementieren, oder? Klar, aber es haben auch viele sehr einfache Antworten auf das Thema. Ja. Wenn ich mit einem Anlagenbauer zusammenarbeite, der einen Qualitätsmanagementprozess optimieren will durch bildverarbeitende Verfahren in der Produktion, der hängt die Trainingsdaten nicht unbedingt in die Cloud. Ne? Der sagt vielleicht, ich will hier eine klassische On-Edge und eine lokale Lösung. Das heißt, hier wird grundsätzlich ganz anders vorgegangen und Entscheidungen werden anhand von nicht nur Plausibilisierung, sondern wirklich knallhart entschieden und der Schutz von Betriebsgeheimnissen einfach maximal auch in den Vordergrund gerückt. Also es kommt wirklich auf den Anwendungsfall an und das ist ja auch das, was wir eben gesagt haben, der Use Case, ne? Das Ausrichten auf die Frage, wie ich vorgehen will, ist ganz, ganz vorne. Jetzt hattest du eben schon mal so ein Beispiel gebracht, auch was moralisch dann vielleicht auch so eine KI manchmal in die falsche Richtung bringt. Wie wichtig ist das, dass so eine KI-gestütztes Modell am Ende immer einen moralischen Kompass besitzt, der sich vielleicht auch nicht abrücken lässt? Es gibt ja Richtlinien, nach denen wir uns orientieren können. Die EU und weitere haben ja organisatorisch auch reagiert und versuchen ja dort auch Empfehlungen auszusprechen. Ich bin ein Freund davon, das zu tun. Würde aber gerne nochmal das Argument von eben aufgreifen, dass auch gerade ethische Fragestellungen nicht dazu benutzt werden, Innovation zu verhindern. Das ist mir wichtig, auch wenn das Argument nicht jedem schmecken mag. Wir haben gerade in unserem Umfeld Deutschland auch EU-weit viel erfunden und
waren immer weit vorne, auch mit innovativen Ideen, aber meines Erachtens zu wenig kommerzialisiert. Und diese Argumente sollten nicht dazu verwendet werden, genau diesen Fehler nochmal zu machen. Und man kann unterschiedliche Stufen durchgehen. Ne? MP3, Computer, Faxgerät. Wir können auch zum Thema Augmented Virtuality gehen. Da haben wir das gleiche Problem. So, wenn wir heute einen Rechner aufmachen, jeder weiß, welche Software nutzt, die kommt aus Übersee. Und beim Thema KI und Cybersecurity, also wäre ich vorsichtig, denn da dürfen wir auch den Anschluss nicht verpassen. Deswegen bin ich ein Verfechter davon, diese Argumente in die Richtung der Services, der smarten Services und des Engineerings zu rücken, aber trotzdem in den Entwicklungsschritten, die wir tätigen, das mit abzufangen. Und das ist für mich eigentlich so der wichtigste Punkt. Das heißt, wenn wir in die Systementwicklung gehen, versuchen wir diese ethische Linien, ne, die Kriterien, die ich eben genannt habe, als kritische Erfolgsfaktoren, frühzeitig im Engineering auch der KI-Systeme abzufangen. Jetzt haben wir 10 Statements, auf die wir uns mal vorher committed haben, durchgesprochen. Vielleicht ein 11., worauf du dich nicht vorbereitet hast. Ja, also ich danke, dass ich die nicht nochmal wiedergeben muss und dass ich die euch nur als Gedankenstütze für den heutigen Talk hier mitgeben lassen muss. Aber es ist richtig, ja, also wo es 10 Regeln gibt, gibt es natürlich immer eine 11. Und die 11. ist natürlich die einfachste aller Regeln. Es geht auch manchmal ohne KI. Das hört sich auch sehr gut an am Ende. Lass uns doch vielleicht die letzten 4 Minuten noch nutzen, um nochmal kurz darauf einzugehen, was sich jetzt hier in Osnabrück genau formiert. Weil mit dem Begriff Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz kann vielleicht nicht jeder was anfangen. Und die zweite Frage ist, warum Osnabrück? Gute Frage. Also das DFKI ist erstmal eines der größten, wenn nicht das größte, wirklich unabhängige Forschungsinstitut für KI weltweit mit unterschiedlichen Bereichen. Nicht nur rein methodisch aufgesetzt, sondern auch sehr stark im Transfer und in der Umsetzung mit der Industrie. Wie so häufig kann nicht jeder alles. Das heißt, wir haben Experten für die Themen Robotik, für wissensbasierte Systeme, für die Bildverarbeitung, aber auch für Augmented und Virtual Reality Anwendungen oder Ähnliches. Und mein Steckenpferd ist die Entwicklung digitaler Dienste und Dienstleistungen an der Schnittstelle neuer Geschäftsmodelle. Und wir versuchen, Unternehmen, auch dem Mittelstand, ein Handwerkszeug an die Hand zu geben, damit das Gestalten mit KI gelingt. Denn häufig ist eigentlich wichtiger, als die KI zu kennen oder die Algorithmus, zu wissen, was die Auswirkungen des KI-Einsatzes sind. Und diese Vision formulieren wir als das intelligente Unternehmen, natürlich in Anführungsstrichen verstanden. Und das Entwickeln ist das Engineering. Deswegen heißt meine Gruppe Smart Enterprise Engineering als Teilbereich des DFKI. Und warum Osnabrück? Ja, die frechste Antwort ist, weil wir hin sind. Also ich mache das nicht alleine, es sind 4 Kollegen mit 2 starken Standorten, Osnabrück und Oldenburg, die das DFKI Niedersachsen gegründet haben. Das war eine Idee, die vor einigen Jahren entstanden ist, ein langer Prozess, an dem ich auch in aller Bescheidenheit natürlich maßgeblich beteiligt war. Aber darf nicht vergessen, ich bin ehemaliger DFKI-Mitarbeiter aus Saarbrücken. Also ich war vor 11, 12 Jahren dort wissenschaftlicher Mitarbeiter, ganz klassisch, habe meine Karriere in der Wissenschaft begonnen, dort promoviert, habilitiert und habe einen Ruf 2009 auf eine Wirtschaftsinformatik-Professur in Osnabrück bekommen. Und ich sage es mal ganz plakativ, natürlich wusste ich irgendwann, dass der damalige CEO, der Wolfgang Walster, mich mal anruft. Aber wenn er dann anruft, dann ist es doch überraschend. Und dieser Anruf kam eben dann vor 3, 4 Jahren. Und als die ersten Kollegen, Joachim Herzberg, der Kollege von mir aus Osnabrück, der das mit mir macht, schon unterwegs waren, konnte man das nicht ablehnen. Er hat gesagt, mache ich natürlich. Aber dann begann die Aufbauarbeit, weil es war nichts da. Das haben wir dann gestaltet. Und in der Kooperation mit dem Land ist das dann explodiert. Aber man darf nicht vergessen, dass wir innerhalb der 3 Jahre jetzt schon auf 100 Mitarbeiter angewachsen sind. Das ist noch kein Ende in Sicht. Das ist nur der Wissenschaftsbereich bei uns. Es gibt ein ganz tolles lokales Projekt, das wahrscheinlich die meisten hier kennen, der Umbau des Ringlok-Viertels mit dem entsprechenden Ringlok-Schuppen, der von uns als Ankermieter im nächsten Jahr, ich hoffe gegen Ostern, wenn es klappt, bezogen wird. Und wir wollen dort auch eine Begegnungsstätte für KI kreieren, um auch der Region quasi was zurückzugeben und dort auch wirklich eine Aufklärung um das Thema betreiben, haben dort tolle Kooperationen hier in der regionalen Wirtschaft.
Also ich wurde hier immer sehr positiv aufgenommen. Osnabrück ist sehr mittelstandsstark und man kann hier mit den Unternehmen tolle Projekte machen. Und wenn man das bedenkt, ich würde sagen, dann passt es gut hier rein. Und wenn ich das Argument noch umdrehen würde, darf man nicht vergessen, dass natürlich eine klassische Institution aus der Forschung immer auch auf Menschen schaut, die den Transfer leben. Und das machen wir. Und deswegen bin ich gerne auch ins DFKI rein, weil die erste Frage war im Prinzip, willst du es machen? Und die zweite Frage war, hast du auch Spin-offs? Ja? Also bist du auch selbst gründungsaktiv? Und das finde ich klasse, weil das ist nicht selbstverständlich im Umfeld der Wissenschaft. Und dafür steht das DFKI und deswegen ist das hier auch ein Erfolgsmodell geworden. Ich finde es auch eine riesige Erfolgsgeschichte und vor allen Dingen, was ich richtig gut finde an euch, ist, dass ihr es auch greifbar macht und auch mit dem neuen Bau auch am Ende des Tages für alle öffnen wollt, weil ich glaube, das ist eine wichtige Sache, das auch nahbar zu machen und das macht ihr dadurch, dass ihr es nicht nur mit Forschung untermauert, sondern dass ihr auch aktiv in Projekten arbeitet und das macht es, denke ich, zu einer sehr runden Nummer. Also für alle, die KI-basierte Geschäftsmodelle entwickeln wollen, auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle, beherzigt auf jeden Fall immer die 10 Statements, die du bestimmt auch nochmal so zur Verfügung stellen willst und sag mal, wenn es vielleicht nicht muss, dann kann man auch mal die 11. Regel beherzigen. Und in dem Sinne würde ich vielleicht sagen, vielen Dank für die Keynote. Hat uns gefreut, dass du da warst. Und damit sind wir auch schon am Ende des Kongresses angekommen. Also nochmal einen herzlichen Applaus für Oliver.